Also das ist nicht kein Gedicht von mir, sondern von der Sängerin und Liederfinderin Lisi Reicht. Die Nachricht, dass die Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen im zweiten Lockdown gegenüber der Zeit vor Corona um 400% zugenommen haben, ich hatte das zitiert, hat die Sängerin und Liederfinderin, so nennt sie sich, Lisi Reicht, so tief erschüttert, dass sie diesen Kindern ein Gedicht gewidmet hat. Das möchte ich gerne noch vortragen. Veröffentlicht ist es in dem Buch Die Armada der Irren, künstlerischer Widerstand in pandemischer Zeit von Jens Fischer-Rodrian, das gerade im Rubicon Verlag erschienen ist. Ich lese das Gedicht mit der freundlichen Genehmigung vom Verlag und von Lisi Reicht. Sie lässt alle, unbekannterweise, aber umso freundlicher soll ich alle hier herzlich von ihr grüßen. Lisi Reicht, mein Kind. Diese Maßnahmen haben mir mein Kind genommen. Gehorsam ist unser Glück zerronnen. Alles verboten, was Leben ausmacht. Überall Panik, finster die Nacht. Und kein Licht, kein Licht, kein Licht. Keine Hoffnung, kein Ende in Sicht. Bis es bricht, zerbricht, zerbricht. Unser zartes, geliebtes Gesicht. Kleine Seele, fliegt weiter, bloß weit, weit, weit von hier fort, bloß fort von diesem grausam kalten und schrecklich hygienischen Ort. Unser Atem uns nicht mehr verbinden darf, wo Berührung sehr selten und Blicke sehr scharf, wo Umarmung verboten und Lachen versteckt, wo Verrat immer lauert und Lüge erschreckt, wo Singen ein Verbrechen und Teilen verpönt, und Nachfrage täglich verlacht und verhöhnt, wo überall Schuld und Strafe droht, wo ein Niesen sie weckt, die Angst vor dem Tod, wo sogar Freundschaft wird zur Qual, denn selbst die gibt es nur noch digital, wo ein Thema nur gilt, gefühlt seit Urzeiten, wo unerreichbar fern die Freuden der weiten Welt, die furchtbar eng geworden, wo keine Menschen mehr sind, nur maskierte Horden, wo ein Zögern, ein Zweifeln, ein Sehnen, ein Missen den Sünder verrät, der noch fühlt sein Gewissen. Wo nichts mehr leicht und alles schwer, wo Lebendigkeit stört und zwar sehr. Wo jeder allein, kontrolliert und bewacht, auf Anweisung wartet von höherer Macht. Zu viel, viel, viel zu viel war's für dich. Wer nimmt in Zeiten wie diesen darauf schon Rücksicht? Diese Maßnahmen haben mir mein Kind genommen. Gehorsam ist unser Glück zerronnen. So stehe ich allein und verwaist nun hier. Und schweige nicht, denn das schulde ich dir. Gewidmet allen Kindern, die sich seit Beginn der sogenannten Maßnahmen suizidierten oder einen Versuch hierzu unternahmen und deren Familien in ihrer Not viel zu viel allein gelassen wurden und immer noch werden. Unsere Kinder sind heilig. Tief dankbar bin ich dafür, dass meine eigenen Kinder gesund und lebendig sind. Von ihr sie reicht.